Und es gibt ein Gesetz. Nach dem 29. September, nach St. Michaelis, sollen alle Tiere, auch Menschen, von der Alpe im Tal sein. Weil dann gehört die Alpe dem Alpvolk, dem Wurtersheer, dem Alpfuchs, der Alpmutter. Und das haben die gewusst. Und am 29. September haben sie das ganze Vieh zusammengetrieben und haben gut aufgepackt, auch nicht so noble Rucksäcke, sondern Räf oder Handkarren oder vorne in der Hand. Die Hühner waren schon längst hinabgescheucht, die Kälber auch schon, und da begann der Oberhirte, da fehlt ein Stier. Ohne den Stier gehe ich nicht hinunter. Aber du weißt, heute ist St. Michaelis. Du weißt, das Alpvolk, das Wurtersheer. Pappalapapp, soll ich ohne Stier hinuntergehen? Soll ich kein Alpgeld zu St. Katharina bekommen? Nein. Und währenddessen diejenigen hinunter sind, ist er hinauf. Oben auf dem Felsen stand der Stier. Hey du, komm aha, deine Weiber sind schon längst da. Was machst denn du noch? Der Stier, der wollte nicht. Zum Glück hatte er einen Ring durch die Nase. Es war ein Rollen, Schieben, Stoßen. Und endlich war der Stier bei der Alphütte. Da war es dunkel. Soll der jetzt hinunter mit dem Stier, bricht er seinen Fuß, stacki ich ab. Das geht einfach nicht. Gut. Bleibe da. Da quartiert er sich ein drinnen in der Alpstube. Den Stier hat er draußen angebunden. Zum Essen gab's nichts. Vielleicht noch ein paar Heidelbeeren. Einen Schnaps im Herrgottswinkel. Bitte, ich war nicht dabei. Genoss er den Schnaps, um seine Angst zu oder gegen den Hunger, wie auch immer. Und bald darauf schlief er auf der Ofenbank ein. Schlag Mitternacht öffnete sich die Alphüttentür. Und herein kam das Wurtersheer. Seine Augen öffneten sich. Er rollte sich unter die Bank und versteckte sich, denn er wusste, merkt euch das, wenn ihr mal dem Alpvolk, dem Wurtersheer begegnet, die nehmen einen mit, da kommst du nimmer heim. Oder einer nimmt seinen Feigl heraus und tschuh, oder tschuh. Ein Jahr lang musst du dieses Messer tragen, kann nicht herausgezogen. Letztes Jahr nicht mein Feigl vergessen, danke schön vielmals. Das wusste er. Darum versteckte er sich unter der Ofenbank. Wer kam herein? Die sahen aus wie riesengroße Spinnen. Die einen trugen den Kopf und einen unterm Arm. Und die Augen waren nicht da, die Nase ein Loch und der Mund ein Schlund. Und was hatten sie dabei? Den Stier. Den zogen sie herein in die Alphütte. Und dann schlachteten sie den Stier. Das Blut spritzte bis zu ihm hinein. Und dann stellten sie den Dreizack auf, hängten den Topf dran und es begann zu brodeln. Und zu riechen. Oh. Zack, da fiel so ein Stück vor seine Nase. Oh. Ist er's? Nein. Ja. Ja, der hat ja Hunger, hallo. Er isst, Moldo. Der können etwa gut kochen, du. Und dann geht die Tür wieder auf.
und schwarze Katzen kommen herein. Und bald darauf, sie haben nämlich an den Schwänzen Weinfässer gebunden. So trinkt das Alpvolk, das Wurtersheer, aus den Hirschkufen köstlichen Wein. Wahrscheinlich war es Veltlinerwein. Da hätte er am liebsten auch gesagt, für mich auch. Aber er wisst. Und so verging die Nacht. Und wie früh morgens die Sonne hinter den Bergspitzen hervorkam, hineinleuchtet in die Stube. Wie er alleine war, da wagte er es, hervorzukriechen. Riecht er es auch? Es riecht nach faulen Eiern, richtig? Nach Schwefel. Da wusste er, es war das Wurtersheer. Er eilt er hinaus zum Stall. Da steht der Stier. Er krault ihn zwischen den Hörnern, streift ihm über den Rücken. Streift ihm hinab zu. Am hinteren Fuß. Ein Loch. Genau das, was er. Was meinst du? Sehr gegessen hat. Warst du dabei oder so? So war es nun. Genau das, was er. Hoi, hoi, hoi. Vergessen. Ein Loch im Chucky. Kannst du der Stier nicht mehr brauchen? Jesus, na. Er verschließt die Alphütte und geht mit dem Stier hinunter ins Tal. Hey, hab ich schon gehört? Begegnet ihm der Bauer, spricht ihn an. Hey, komm, trink keinen Schnaps mit mir. Hab schon gehört, der Stier wollte nicht mit. Ja. Komm, lass ihn uns anbinden und dann trinkst du einen Schnaps. Ja. Musst du zuerst was zeigen. Und im Stall zeigt er ihm das Loch und erzählt ihm diese Geschichte. Ha! Das ist gut! Das gefällt mir! Mit deiner Geschichte verkauf ich der Stier noch besser. Und so war es. Am Katharinermarkt. 24. November. Ha! Ein guter Preis. Und eine gute Geschichte. Du möchtest live dabei sein? Unter krischpapan.at findest du alle Termine.